Ich habe bis zum letzten Meter alles gegeben. Sag uns, was ist passiert? Es hat leider nicht gereicht. Ja, das stimmt. Wir haben das ganze Wochenende 100% gegeben, haben teilweise, ja, ich sag mal, mit stumpfen Waffen gekämpft. Das Auto war am Ende. Der Skoda Fabia, da muss man ehrlich sein, war in gewissen Ecken auf dem Charakter einfach im Vorteil. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt auf der Powerstage versucht, nochmal alles zu geben, um auch Julius vielleicht nochmal einzuholen. Und wir mussten natürlich auf der Powerstage vor dem Marian landen. Deswegen, ja, das ist Rallye-Sport, das kann mal passieren. Jetzt stecken wir hier im Graben fest, ist zum Glück nichts Schlimmeres passiert. Uns beiden geht's gut und ja, damit ist die Saison natürlich nicht so geendet, wie wir es gern gehabt hätten. Aber ja, wir stecken nicht den Sand in den Kopf, wie gesagt, das gehört dazu. Und mal schauen, was. Jetzt müssen wir im Winter mal drüber nachdenken, wie wir uns nächstes Jahr aufstellen, ob wir nochmal angreifen, wie wir angreifen. Und dann gucken wir mal, ob wir uns irgendwo nächstes Jahr auf den Rallye-Wertungsprüfungen wiedersehen. Alles klar, vielen Dank. Gerne.